Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer und in der letzten Folge haben wir hier diesen 1-Bit-Register gebaut. Damit können wir einen ganzen Bit an Daten speichern und auch wieder laden. Dazu haben wir natürlich hier die ganzen verschiedenen Knöpfe. Ich erkläre es einfach nochmal, weil wir es gleich wieder brauchen werden. D steht für Data, also quasi unsere Daten, die wir eingeben. Dann ST steht für Store oder Speichern. Damit können wir dann eben die Daten, die hier drin sind, eben abspeichern. Dann LD ist quasi Laden. Damit können wir halt anschalten oder an- und ausschalten, ob wir das dann sehen. Und da haben wir noch unten die Clock. Das ist unser Taktgeber, damit alles synchron bleibt. Und das hier habe ich einfach in einen kleinen Chip gepackt. Und dann sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier unten 8 von diesen einzelnen kleinen Registern. Und ihr seht, die haben auch genau dieselben Eingänge und auch Q wieder als Ausgang. Und was wir heute machen werden, ist zum einen bauen wir hier ein 8-Bit-Register. Das heißt, der kann dann eine gesamte Bandbreite von 8 Bits speichern. Und das brauchen wir natürlich für unseren Computer. Es ist ja schließlich ein 8-Bit-Computer. Und dann werden wir die auch noch weiterhin nutzen, um direkt danach auch noch unser RAM zu bauen. Ich habe mich entschieden, beim RAM das in zwei Teile aufzuteilen. Also wir haben nicht ein 32-Byte-Speicher, sondern eben zwei einzelne 16-Byte-Speicher. Das macht es deutlich einfacher zu bauen, weil man im Grunde nur die Hälfte bauen muss und das zweimal dann laden lässt. Genau. Und jetzt haben wir hier unsere Eingaben, D0 bis D7. Das sind dann 8 Eingaben insgesamt. Wir haben wieder ST, LD und CLU, also Speichern, Laden und die Clock. Und hier drüben haben wir unsere Ausgaben, wieder D0 bis D7. Ich habe das dann einfach durchnummeriert, damit man wirklich weiß, wo es beginnt und wo es aufhört. D0 entspricht quasi der höchsten Zahl, also dem Bit, der ganz links steht, und D7 ist quasi die kleinste Zahl, der Bit, der ganz rechts steht. Genau. Wir haben also jetzt hier unsere Register und wir schnappen uns die einfach, also wir zoomen hier ein bisschen raus, verschieben die mal ein bisschen nach oben, damit man mit denen ein bisschen mehr was anfangen kann. Und ich mache das jetzt einfach mal hier so und das packen wir direkt darunter, das auch. Und das machen wir jetzt einfach mit allen 8 Stück. Und komm schon, nach oben mit euch, alle nach oben, einfach alle ein Stückchen nach oben schieben. Dann kommt das hier drunter, das kommt hier drunter, das da drunter und dann haben wir hier die Nummer 7 und die Nummer 8. So. Und als allererstes verbinden wir einfach die Ausgaben, also D0, D1, D2, D3, dann D4, D5, D6 und D7. Und ich schalte das hier einmal um, dann seht ihr auch, dass die alle ganz gerade verbunden sind. Dann machen wir das hier mit den Knöpfen, und zwar D0 kommt einfach zum D vom ersten, D1 kommt zum D vom zweiten, dann zum dritten, zum vierten, zum fünften, immer nur in die Ds rein. Und jetzt gibt es kein D mehr, wir brauchen natürlich auch nicht mehr. Dann nehmen wir unser ST, unser Speichern, und dann packen wir das hier wirklich überall auf jedes ST. Wir wollen ja alle gleichzeitig quasi speichern. Wenn gesagt wird, es soll gespeichert werden, dann sollen natürlich alle gleichzeitig speichern, nicht eins nach dem anderen oder ein paar werden ausgelassen. Genauso mit dem LD, also unserem Laden. Wenn wir sagen, lade die Zahl oder den Befehl, dann sollen alle geladen werden. Genauso mit der Clock. Diesmal brauchen wir keinen Pulsgeber, denn wir haben den ja vorher schon in die 1-Bit-Register eingebaut. So, und dann können wir das Ganze mal ausprobieren. Also wir machen mal D2, D4, D5 und D7. Dann sieht das so aus.
wir sagen einfach mal lade, weil jetzt, wo wir es quasi debuggen, wäre es einfach nützlich zu wissen, was da wirklich drin ist. Wir schalten mal die Clock, also in Wirklichkeit würde die ja einfach selber an- und ausgehen, aber ich mache es jetzt mal per Hand. Ihr seht, da passiert noch nichts. Wenn ich sage speichern und dann die Clock laufen lasse, dann seht ihr, werden diese Bits gespeichert. Und zwar D2, D4, D5 und D7. Und das entspricht auch den Daten, die wir hier haben. Wenn wir jetzt hier das Speichern wieder ausmachen. Oh, achso ja, ich bin auf Laden gekommen. Also wenn wir jetzt hier die Clock laufen lassen und sagen, wir sollen nicht speichern, dann passiert auch nichts mehr. Also es funktioniert. Und wenn wir LD natürlich ausschalten, dann wird es auch nicht mehr angezeigt. Und damit haben wir im Grunde unseren 8-Bit-Register. Und ja, das ist nochmal im Grunde derselbe. Ja, es ist im Grunde derselbe Truth Table. Ich habe halt D0 bis 7 da hinzugefügt, damit das halt ein bisschen, ja, bisschen ordentlicher ist. Und das war es im Grunde mit unserem 8-Bit-Register, unserem 8-Bit-Speicher quasi, oder 1-Bit-Speicher könnte man jetzt sagen. 1-Byte-Speicher meinte ich, weil 8-Bit sind ja 1-Byte. Daher könnte man auch 1-Byte-Speicher sagen. Den werden wir auch in Zukunft weiter nutzen. Jetzt momentan nicht, aber das ist im Grunde unsere wichtigste Speichereinheit, die wir haben. Denn wir brauchen sie für unser A-Register, für unser B-Register, für unser Output, für beispielsweise auch noch für unseren RAM-Controller und für unseren Programmzähler, für unser hier, ja, PC, was war das nochmal? Ja, ihr wisst, was ich meine. Im Grunde jedes Modul braucht das. Und daher wäre es ganz nützlich, eins davon zu haben. Allerdings gehen wir jetzt tatsächlich mal raus. Ich speichere das hier einfach mal ab. Und dann schauen wir uns etwas an. Nämlich KD, KF, J, D, K, Y, L, J, F. Ja, das ist nur eine temporäre Bezeichnung. Ich wollte es nur nicht gleich den richtigen Namen geben. Denn ihr sollt natürlich auch mal raten, was das hier ist. Und wenn ihr meint, das sieht hier wie Spaghetti aus, und zwar Spaghetti, die in alle möglichen Richtungen geflogen sind, dann würde ich euch sagen, ihr habt recht. Weil es Spaghetti ist. Ihr seht, wir haben hier mehrere Reihen. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und eine 16. Reihe fehlt noch. Daher zeige ich euch das mal gleich, wie man das baut. Und zwar, ich zeige euch erstmal die ganzen Knöpfe. Also wir haben wieder D0 bis D7, STLD und CLU. Das heißt, wir haben genau dieselben wie beim einfachen 8-Bit-Register. Die Ausgaben der jeweiligen Zellen sind hier aufgelistet quasi. Hier kommen alle hin, die D0 sind. Also quasi alle in der obersten Zeile gehören hierhin. Also die werden dann hier verbunden. Das sind alles OR-Gates. Damit kann man halt sagen, egal welches davon angeht, es soll dann eine Ausgabe geben. Und genau das ist natürlich das Ziel. Es funktioniert auch hier. Also die zweite Reihe ist damit verbunden, die dritte Reihe damit, die vierte Reihe damit, dann die fünfte damit, die sechste damit, die siebte damit und die achte ganz unten. Also ihr seht, das ist alles verbunden. Ihr seht hier oben noch diese Knöpfe. Die sind quasi für unseren RAM-Controller ausgelegt. Das heißt quasi, wenn wir sagen, hier die Reihe 0 soll geladen werden, dann braucht man nicht nur den Knopf hier unten laden, weil wenn wir den anschalten, hier laden, wenn wir den anschalten, dann passiert noch gar nichts, denn wir müssen noch zusätzlich das hier anschalten. Und dann seht ihr hier, die Ausgabe geht an und alle diese Zellen geben quasi ihren Output auf dem Bus, aber momentan ist da nichts gespeichert, deshalb passiert da noch nichts. Und im Grunde würde ich euch jetzt ganz gerne zeigen, wie so eine Reihe aufgebaut ist. Die sind natürlich alle gleich aufgebaut. Daher macht es wenig Sinn, euch mehr als eins zu zeigen.
Als allererstes gehen wir hier in Integrated Circuits und da haben wir unser 1-Bit-Register. Davon holen wir uns erstmal 4. 1, 2, 3, 4. Das hat einen einfachen Grund. Wir werden weiter unten, also unter dem Reihen quasi nochmal 4 hin platzieren. Das macht es logistisch gesehen einfacher, könnte man sagen. Dann nehmen wir einen Knopf, wo wir dann 15 draufschreiben und 2 AND Gates. Jeweils einmal für unser Speichern und unser Laden. Und dann nehmen wir hier die 1-Bit-Register, die sind ein bisschen versteckt, aber es sollte klappen. Die stellen wir einfach daneben und wir ziehen die mal alle aus dem Haufen raus, damit das auch noch ein bisschen leichter wird. Also wir ziehen die hier hin, packen das direkt darunter, das direkt darunter. Und den vierten hier, ist der, wo ist der? Oh wow, ich habe den perfekt auf dem anderen drauf platziert. Dann habe ich den nicht mehr gesehen. Dann haben wir hier unser vierter 1-Bit-Register und hier unten packe ich nochmal 4 davon hin. Also 1, 2, 3, 4. Und so langsam fängt es auch an zu laggen. Ist auch einer der Gründe, warum ich nicht weiter bis zu 32 gebaut habe. Also wir packen hier noch ein Register hin. Hier noch ein. Dann hier noch ein. Und dann haben wir auch hier den letzten 8-Bit-Register. Schalten wir mal kurz zum Finger, damit wir hier nichts verschieben. Dann nehmen wir hier unsere AND Gates. Wir verschieben die erstmal hier hin. Und hier hin. Und weil ich die Schrift da nicht mag, verschiebe ich den da drunter nochmal ein bisschen. Dann nehmen wir hier den Knopf, wir drehen ihn mal um 90 Grad, dass die Ausgabe unten ist. Das bezweckt dann auch, dass die Eingabe quasi, wenn wir es in so einen Chip hier umwandeln, dass die Eingabe dann oben ist. Und hier schreiben wir dann die 15 drauf. Weil ich natürlich mit 0 angefangen habe zu zählen, geht das dann nur bis 15. Jetzt nehmen wir hier die Ausgabe und wir packen das an die erste Eingabe vom ersten AND-Gate und an die erste Eingabe vom zweiten AND-Gate. Dann schalten wir mal kurz zum Finger. Wir gehen hier rüber und zwar zum ST. Wir gehen einfach außen rum. Und wir verbinden das ST zum zweiten Input vom ersten AND-Gate, also hier ran. Dann gehen wir nochmal einmal außen rum. Wir holen uns das LD, das Laden, und packen das quasi an die zweite Eingabe vom zweiten AND-Gate. Dann nehmen wir uns hier die Ausgabe vom AND-Gate, vom ersten, das ist quasi unser Store. Und das packen wir hier hin, überall wo eben das ST in der Reihe ist. Und ich habe nicht mitgezählt, hätte ich vielleicht machen sollen. Wer weiß, ob ich eins übersehen habe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das sollten alle gewesen sein. Dann nehmen wir wieder unseren Finger. Wir gehen jetzt zu Data und da nehmen wir uns das D0 und gehen hier zum obersten 1-Bit-Register und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht versehentlich irgendwelche anderen Inputs da reinpacken. Dann gehen wir hier zum D2. Dann hier, das war D1, jetzt kommt D2. Und das verbinden wir hier ans dritte. Dann D3. Und das kommt hier hin. Dann D4 und ich würde sagen, ich zoome ein bisschen raus. Ja, okay, bringt nicht so viel.
Und wir packen das mal hier hin, ans fünfte. Dann D5. Es kommt hier unten hin. Da haben wir noch zwei. Einmal D6. Dahin. Und dann D7 ans letzte. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Wir nehmen uns hier das Clock-Signal und ihr seht, das führt wirklich überall hin. Jede einzelne Zelle hat quasi ein eigenes. Das reduziert quasi die Verzögerung, wenn man irgendwie einzelne Zellen da ansprechen würde. Ist es halt kürzer, als wenn man noch ein Logic-Gate dazwischen packt, was es dann auf die einzelnen aufteilt. Jedenfalls haben wir jetzt die ganzen Clock-Signale fertig. Dann gehen wir hier zur obersten Zelle, gehen ganz nach oben und suchen quasi unseren letzten freien Platz, nämlich hier bei diesem OR-Gate. Das geht dann hier rein und dann zur Lampe. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das machen wir dann bei der zweiten Zelle auch. Das ist dann hier unten. Dann die dritte Zelle, die müsste direkt hier sein. Die vierte ist ganz dicht dran. Die fünfte ist dann hier unten. Die sechste ist hier. Die siebte hier. Und die achte, also die letzte Zelle, ganz unten. So, damit haben wir jetzt im Grunde unser RAM fertig und ich will es mal austesten, also die letzte Zelle vor allem, die wir hier schon gebaut haben. Wir machen einfach mal komplett alle Daten, ja, dann sagen wir laden, dann sagen wir hier, die Zelle 15 wird angesprochen, wir sagen speichern und ich zoome mal ein bisschen raus, wir sagen Clock, wenn ich Clock treffe. Und da haben wir es. Wir schalten mal die Clock wieder aus. Und, ja, okay, wir müssen Laden schon anlassen. Aber ihr seht, es sind alle Lampen an. Das heißt, dieser eine Byte an Speicher hat auf jeden Fall funktioniert. Wir werden zwei davon haben. Und dann wird es natürlich nicht so erstaunlich aussehen wie hier. Aber es sind halt trotzdem noch zwei Riesenklötze dann, die dann natürlich auch versorgt werden mit Daten. Und ja, ich würde sagen, wir speichern das jetzt hier einfach nochmal. Und zwar jetzt unter dem richtigen Namen, nämlich als 16 minus Byte, natürlich groß geschrieben, als 16 Byte RAM. Und damit haben wir es. Da ist es fertig geladen. Und das war es im Grunde auch mit der Folge. Wir haben jetzt hier unsere RAM-Module quasi fertig. Wir haben auch unsere ALU. Das heißt, ja, wir können jetzt langsam anfangen mit einigen anderen Modulen. Beispielsweise unseren Programmzähler. Also quasi unseren, ja, der zählt halt jedes Mal, wenn er ein Signal bekommt, soll er um 1 erhöhen. Dazu brauchen wir eben noch die beiden übrig gebliebenen Flipflops, nämlich das JK und das T-Flipflop-System. Und die werden dann in der nächsten Folge drankommen. Und ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!